Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Wie gesagt, richte ich mich hier jetzt an absolute Einsteiger. Und diesmal geht es um das Drucken von Folien aus PowerPoint heraus. Und das ist am einfachsten möglich hier über Datei. Gehe auf Datei und will dann hier diesen Bereich drucken und kann mir dann aussuchen, was ich drucke. Wenn ich hier zum Beispiel auswähle, hier alle Folien drucken, dann würde alle Folien der gesamten Präsentation gedruckt werden. Könnte aber auch hier natürlich dann hergehen und sagen, ich wähle einen gewissen Auszug daraus. Kann hier zum Beispiel sagen, nur eine Auswahl drucken. Zum Beispiel nur die ausgewählten Folien, die ich vorher schon ausgewählt habe. Zwar in dem Fall diese hier. Oder ich gehe her, wähle wieder alle Folien und sage dann, ich wähle nur die Folien 1 bis 5. Und die achte Folie, die sollen dann dementsprechend ausgedruckt werden. Ich gehe jetzt hierher. Und kann dann hier durchgehen und sehe dann gleich, welche der Folien dann hier eben ausgedruckt werden. Das ist die dritte, vierte, fünfte, aber eine tolle Vorschau. Und die achte Folie sehe ich dann, dass diese dann dementsprechend dann hier ausgedruckt wird. Wenn ich auf Drucken gehe und den Drucker eingestellt habe, würden die dann dementsprechend dann auch ausgedruckt werden. Ich kann aber natürlich dann auch entscheiden, dass ich hier dann anders vorgehe, dass ich hier zum Beispiel sage, okay, ich möchte zum Beispiel nur die aktuelle Folie drucken, also die Folie, die ich jetzt zum Schluss zum Beispiel dann markiert habe. Darüber hinaus kann ich natürlich nicht nur Folien, sondern auch zum Beispiel die Notizen, die ich da habe, ausdrucken. Da gehe ich in dem Fall dann hierher auf ganzseitige Folien und wähle mir in dem Fall hier jetzt nicht nur die ganzseitigen Folien, sondern die Notizseiten. Und in dem Fall würde man dann die Folien dann ausdrucken, wo ich dann Notizen zum Beispiel drauf habe. Könnte auch hier immer nur die Gliederung zum Beispiel dann anzeigen lassen. Das bezieht sich in dem Fall hier jetzt auf die aktuelle Folie. Wenn ich hier alle Folien nehme und dann Gliederungsansicht, dann würde man hier die Gliederung ausgeben. Und hier in dem Fall dann bei den Notizen würde man dementsprechend dann den Titel und bei einer Seite eben dann, wenn ich da Notizen hätte, die dann angeben. Wenn ich jetzt hier wieder auf ganzseitige Folien zurückgehe, kann mich entscheiden, wie viele Folien ich denn tatsächlich jetzt hier haben möchte, wenn ich sie ausdrucke, kann einen Handzettel erzeugen, kann zum Beispiel sagen, okay, zwei Folien pro Seite, so würde dann die erste Seite ausschauen, ja, gehe ich dann weiter, die zweite Seite und dergleichen mehr, kann aber auch zum Beispiel sagen, okay, ich wähle mir hier zum Beispiel aus, dass man dann drei Folien oder eben auch vier Folien auf einer Seite dann auch darstellt. Ja, soweit dann zu diesen Möglichkeiten, dann etwas auszudrucken. Ich kann es als Handzettel ausdrucken, indem ich dann mehrere Folien auf eine Seite dann dementsprechend auch dann unterbringe. Ja, soweit dann hier dieses Ausdrucken. Ja, der Druck von mehreren Exemplaren würde dann natürlich bedeuten, wenn ich jetzt hierher gehe auf Datei drucken, dass ich hier dann einstelle, okay, ich drucke die Präsentation zum Beispiel dreimal aus. Ja, soweit dann zum Drucken von Folien, Notizseiten, Gliederungen und auch natürlich von mehreren Exemplaren. Ich freue mich schon auf dein Sehen deinerseits, wie ich immer sage, hier in der Reihe PowerPoint 2016, erste Schritte.